Guten Nachmittag und zuerst alles Gute fürs neue Jahr. Ich bin durch Zufall auf diesen Kanal von Proof Wood gestoßen, weil mich elektrischerseits sowieso viele Dinge interessieren und er, der Macher hier, ja nur wirklich was kann. Also ich kann das als Ingenieur schon einschätzen und es ist auch manchmal sehr unterhaltsam, denn er ist ja echt dabei und der redet halt, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Und genauso offen hat er dann ein Video gemacht, weil es ihm gereicht hat. Wer zerstört Deutschland? Mittlerweile ist es so weit gekommen, dass ihm Berufsverbot droht. Na, mal sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Ich finde es nur gruselig, aber das passt zusammen mit in die Reihe. Zum Beispiel Manfred von Ardenne beziehungsweise der Professor Löscher, wo ich noch sagte, na, der hat wohl mein Buch gelesen. Nee, die alle, jetzt bis auf Ardenne, der konnte das nicht, der ist ja schon tot. Aber es gibt so viele Menschen, die scheinbar das Buch gelesen haben. IQ ist nichts, Unbildung alles. Es geht also nicht um IQ, um schneller denken oder mehr denken in der gleichen Zeit, das ist ja schneller, sondern es geht letzten Endes darum, wer nicht gebildet ist. Ja, der fällt auf alles Blöde rein. Mein Wahlspruch ist ja immer, wenn ich nichts weiß, dann muss ich es halt glauben, ne, von dem anderen. Naja, gut. Also, dieses Video, das muss ich nicht verlinken, das ging ja hier schon durch den Kanal wie Teufel. Ähnlich, nicht ganz so gut. Auch dieses, es reiht sich ja alles ein, aber ich rate euch, diesen Kanal nochmal anzugucken von dem Proof Wood. Ich stelle es mal vor, weil erstens gibt er immer wieder sehr gute Tipps, nicht bloß was Elektrohandwerk angeht, sondern insgesamt auch. Aber wir werden es ja sehen. Ich zeige es mal ganz kurz. Ich musste mal kurz suchen, Proof Wood, wer zerstört Deutschland? Und natürlich, dann gibt es hier solche schlauen Typen, wir kennen sie ja, ne? Bart und Brille, das ist wichtig, ansonsten kein Mann, die sich dann gleich drüber hermachen und ihn versuchen in der Luft zu zerreißen. Quatsch alles. Uncle Phil nennt er sich, na egal. Proof Wood, hier Proof Wood, der Mann, der nimmt wirklich kein Blatt vor den Mund und deswegen zerstört er manche Bilder, die wahrscheinlich manche von Dyson haben oder weiß der Kuckuck was oder von vielen Dingen, weil sie ja nur immer glauben und dann, ja, gut. Ja, wenn man sich das so alles anguckt, ne, und hier dann wieder, ja, der böse Proofwood-Mensch und so weiter und so fort, dann droht ihm Berufsverbot und so weiter und so fort, weil er sich eben einfach mal ranmacht und auch einfache Dinge auch einfach erklärt. Elektrizität ist nichts Besonderes. Gut, Leute, er warnt doch immer wieder, macht das nicht einfach alles so nach. Er kann's, weil er es nur wirklich weiß, was er tut. Aber macht das nicht einfach so als unbedarfte Leute nach. Ja, und guckt euch das an. Also mittlerweile, es wird scheinbar nicht jetzt existenzbedrohend, weil er kann ja sein Handwerk ausüben. Aber es ist kanalbedrohend, sage ich mal. Und was das bedeutet, wenn Kanäle gelöscht werden sollen von YouTube, beziehungsweise wenn das offiziell schon welche fordern, könnt ihr euch ja vorstellen, welchen Inhalt dieser Kanal ist und dass es sich wirklich lohnt, da mal reinzuschauen. Also ich kann den Kanal auch deswegen empfehlen, wie gesagt, weil er sehr, sehr gute Tipps gibt. Und wenn ihr eingebt, ich muss meinen YouTube-Kanal löschen oder ich bekomme Berufsverbot in die Suchmaske, dann kommt ihr auch auf dieses Video ein. Also Ihr PKW wird von Behörden und Staat überwacht, ohne dass Sie das wissen. Wir können das ändern. Er hält dann Mikrochip hin. Naja, gut. Alles solche Dinge. Also wir kommen dann automatisch auf ganz andere Sichtweisen und auch auf ganz andere Kanäle, sodass man weiß, aha, die Welt besteht nicht bloß aus Mafü und aus irgendwelchen Verschwörungstheoretikern, sondern es gibt auch hier ganz einfache andere Leute. Nicht ganz einfache, sondern es gibt einfach auch andere Leute. So. Na dann schaut es euch mal an. Ich werde euch alles das verlinken. Ich gehe dann nochmal drauf ein, denn es hat mich schon mächtig auch an meine Zeit schon 2016 erinnert. Das hier ist klar, aber gucken wir uns mal das an. Schluss mit YouTube oder Berufsverbot. Das hat mich daran erinnert, wie damals schon 2016 von mir gefordert wurde. Also das war das Video Danke für 1 Million. Das war 1 Million Zugriffe. Das von mir damals schon gefordert wurde, doch Mathe und Physik nicht mehr zu veröffentlichen. Das wäre eine Frechheit, klar, weil ich anderen Lehrern damit auf die Füße getreten bin. Was dann noch so als Lehrer passierte, das kann ich auch mit verlinken. Also diese 4 Links, die ihr erwartet unten in der Videobeschreibung. Und so schwer dürfte es nicht sein, falls jemand immer noch nicht weiß, wie er mit dem Handy da reinkommt. Ich werde dann vielleicht, doch mache ich vielleicht doch, ich werde dann hier zum Schluss nochmal
den Link zu dem Video, wie man zur Videobeschreibung mit dem Handy kommt, nochmal anfügen. Das ist eigentlich ganz einfach, aber ich muss es wahrscheinlich immer wieder machen. Wird ja auch immer wieder gern genommen. So, das alles bringt mich immer wieder dazu, Leute, macht was. Macht was, damit es endlich wieder besser wird. Damit wir die Zerstörung vielleicht wieder so langsam rückgängig machen können. Na dann, alle guten Wünsche auf ein gutes neues Jahr. Machen wir weiter, so gut wie es geht. Macht was, aber macht's gut, ne? Ist ja mein Wahlspruch. Also, bis dann. Tschüss.